Perspektive ist, wenn ich meine Aufnahmeprogramme beide neu starten muss, weil beide sich aufhängen, sobald ich auf Aufnahme drücke. Na gut, willkommen zurück. Ihr habt noch einen Bonbon im Mund, nicht wundern. Ach, das mal gleich. Ich sollte mal zeigen. Ja, mit Kimari bin ich mit seinem, in Anführungsstrichen, Weg, wenn man es so nennen kann. Also eigentlich sind das voll wenig aktivierte Punkte, wenn man das mal so bedenkt. Auf jeden Fall, mit dem bin ich hier fast fertig, wie man sieht. Ja, Lulu ist auch ein bisschen weitergekommen, hat jetzt die Teile hier hauptsächlich geholt. Und ja, da dauert es noch lang, bis dann die nächsten größeren Zauber kommen. Nicht da erst. Da sollten wir aber möglichst bald hinkommen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen zusehen, so Auron. Ist mit dem Kreis jetzt auch fertig. Und fast beim nächsten. Wo wir dann endlich Panzerbrecher kriegen, was richtig geil ist. Riku ist mit dem ersten Kreis durch. In den zweiten rein. Yuna hat Vitra gelernt. In diesem Kreis gab es nicht viel zu holen, weil das alles noch von dem Ding da blockiert wird. Und fängt jetzt halt mit dem hier an. Bekommt bald Shell und Protes, was richtig nice ist. Wakka, ja, der ist mit seinem optionalen Teil fertig und ja, kommt bald so wieder. Tidus, ja, ist auch gut vorangekommen eigentlich. Kimari hatten wir schon. So, ich habe jetzt aufgehört zu trainieren, weil die Level-Ups jetzt wieder seltener kommen. Also nicht mehr nach jedem zweiten Kampf und wie es vorher war. Oha. Dieses Monster ist nicht einfach. Wir können auch zu mehreren auftauchen. Polaren, aha. Wir können allen möglichen Krams und halten noch verdammt viel aus. Das ist das erste Mal, dass ich auf so einen treffe gerade. Erstmal. Na, was. Was nehme ich denn mal? Mal Ex-Was. Wir können verschiedene Elemente einsetzen. Jetzt Feuer, Eis, Wasser, eigentlich glaube ich alle verschiedene. Jetzt Blitz gemacht. Wenn ich mit denen auf jeden Fall draufhauen, damit auch alle Erfahrungspunkte kriegen. Das hat man noch nicht. Die Starten sind auch fast alle voll. Also schon mal ready für den nächsten Bosskampf, wo ich jetzt gar nicht ganz sicher bin, wann der nächste kommt. Hat auch schon drauf gehauen. Einfach nochmal drauf. So. Kimari. Und Lulu. Feuer. Ach nee. Und die war mit Blitzra. Das geht noch nicht. Ja, ich bin noch ein bisschen zu schwach für. Na, deswegen ist was. Auch uns der Einzige, der keinen Schaden kriegt, weil er noch da mit Ex-Was gebufft war. Ja, ihr seht, verdammt viele Erfahrungspunkte, aber es kriegen nur drei Leute in Level ab. Deswegen lohnt sich das jetzt nicht mehr, hier noch weiterzumachen, obwohl ich es ja gerne gemacht hätte, weil ich gerne noch ein bisschen mehr freigeschaltet. Aber das würde jetzt einfach nur zu lange dauern. Also ich habe halt erst in der Donnersteppe und dann war ich hier die ganze Zeit. Ja, ein bisschen ungewohnt, wenn die auf der rechten Seite auf einmal sind. So. Na? Ja. Geh mir aus dem Weg, verdammt nochmal. Oh, eine Schuhe. 2000 Geld. Irgendwo muss ja auch noch ein letzter von liegen. Wieder so einer.
Ah, müsste ich nicht. Mit Dragonik irgendwas von den Kriegen finden? Ah. Tatsache, Magiebrecher. Machen wir mal Magiebrecher. You place too much trust in your magics. Geiler Spruch. Kommt es weniger Schaden nach? Oh ja, deutlich. Mann, macht dieses wenig Schaden. Megiddo-Flamme. Oh. Ah, das Ding ist normalerweise ziemlich gefährlich. Nahwind. So. Aber da ich mir Magie gesenkt habe. Oh. Etwas. Bam, bam. So, wir müssen am besten nur, die macht am meisten Schaden. Oh, ihr Magiewert dauernd gedacht. So. Nein, nicht nochmal. Ah, ja, macht Schaden. Und Auron am besten. As you wish. Upsala. Den da. No time to waste. Let's go. Ja, wenn die Kämpfe nicht immer so lange dauern würden. Ah, jetzt hat es Erfahrungspunkte gegeben. So, ich freue mich auf den nächsten Tempel. Da kriegen wir nämlich wieder was Schönes. Ein Level ab und dann durchbricht er die Barriere zu Tidus. Wow, das ist ein Magie-Upgrade. Yuna bräuchte mal Angriffszauber. Oh, ein Wacker wird jetzt auch endlich mal stärker. Wieder. Ist ja gar nicht so lange her. Und was ist das? Almosen. Oh, das, ja. Das können wir gebrauchen. Später. Für etwas ganz Bestimmtes. Weiß auch nicht mehr, wo hier das Lexikon lag. Wie immer. Und diese Gegnergruppe hatte ich oft. Einfach so am besten. Hier ist weg für Tidus, der wird einmal daneben hauen. Nicht daneben hauen, er wird nicht killen. Ja, jetzt rast tatsächlich effektiv gegen die Viecher, weil das ein Wasserelementar ist. So, dann Luna irgendwie noch einwechseln. Die heilt. Wir haben so ordentlich HP dazu gekriegt. Und dann am besten mit Wacker finishen. Hauptsache, Yuna ist bei jedem Kampf jetzt dabei, die braucht jeden Erfahrungspunkt. Das ist mega wichtig. Also wer an dieser Stelle Yuna nicht vernünftig trainiert, der wird es hinterher bereuen, weil dann wird's schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig. Ich
Schutz, so war bei uns. Petus hat übrigens in neuen Stars gelernt. Ach ja, das hatte ich immer mitgekriegt. Ja, ich hatte sie auch schon einmal eingesetzt. So, immer fleißig durchwechseln. Dann geht das auch mit dem Leveln. Und vor allem nicht aus Kämpfen flüchten. Sollte dann doch schon noch Möglichkeit alles mitnehmen. Da will ich hin. Apropos. 1, 2, 1, 2. Ist mir gerade so eingefallen. Und dann können wir eigentlich den machen. Jawohl. Das ist das Rapidschlag. Oh. Ich glaube, das ist das Ende von Tidus. Sein Weg, kann das sein? Ja, das ist Tidus sein Weg. Das ist sein Ultimate, der Rapidschlag. Letztendlich kann jeder alles erlernen. Aber es ist halt, ne? Solange man die vorgegebenen Wege nicht verlässt, sind das die Ultimates, die letzten Skills, immer der letzte Punkt auf dem vorgegebenen Weg eines Charakters. Das ist immer ein Skill und das ist dann sozusagen sein Ultimate. Was? Ist gar schon stark geworden. Du kannst nämlich mal kurz heilen. Hast du nämlich auch was gemacht? Wer schreibt denn jetzt? Ach, Andi. Später in einem Aufnehmen. Ah, Mann! Rico braucht unbedingt Erfahrungspunkte. Oh Gott, na, cool. Ja. Warte doch mal, nun warte doch mal, ey. Und wenn ich jetzt mit Lulu das Fieder kill, dann habe ich auch mit jedem was gemacht, außer mit Auron. Hier Eis. Ah, okay. Kommen wir aber gleich noch in einen Teil, der noch irgendwie zum Makalania-Wald zählt, wo es dann, was eigentlich nicht mehr im Wald ist, wo viele Kältemonster sind. Ja, ihr werdet es ja sehen. So. Alter, was ist das hier, ey? 3, 3, 3, 4 und... Was ist denn da? Gilraub. Und toll. Ein paar Sachen sind diese übelst geschützt. Hadesmagie. Oh, das ist so imbar. Hadesmagie ist so geil. Es wird bald ein Gegner gegen uns einsetzen. Ein... Der übernächste Boss müsste das sein. Mal kurz alle durchheilen. Ist ja doch jeder ein bisschen angeschlagen schon, so. Ist in diese Richtung. Nanu. Ach, der schon wieder. You. Have you seen Donna? Donna? Can't say I have. What's up? We got separated on the way here. Damn it all! I've got to find her! Calm down. But if anything happens to her... Running around in a panic is not going to help. Right now, you have to keep cool and search. But... Guard your emotions, then guard your summoner.
You're right. Shall we search? No, I've taken up enough of your time. Thank you, Sir Aran. What's up? Oh, I just wanted to wish him good luck. Wir wissen ganz genau, dass du es nicht wolltest, sondern was anderes, aber naja. Oh, okay, das ist jetzt mal interessant. Ich glaube, wir sollten... Alles nur auf einen. Alles nur auf einen. Dann nur was klauen wir von ihm? High Potion. Okay. Eine Wacker, mach die bitte schnell weg. Die da, ja genau. Es ist egal, was für ein Zauber. Ist doch irgendwas? Okay. Gut. Na. Halt. Ich bin bald noch. Ich muss mich immer echt zurückhalten, nicht zu spoilern. Nee, das ist schlimm. So. Genau, ich brauche jetzt nicht mehr. Und Tidus. Okay. Und was haben wir jetzt? Achso, wieder war das, ne? Ja. Das bringt kaum was, Rainer. Das klingt im ersten Moment total toll, aber... Oh, hab ich gar nicht... Das Ding hier aktiviert mit ihr. Na, ja, jetzt. Alles klar. So, weiter. Mal gucken, ob was auf dem Boden liegt. Oh, hi. A butterfly with rainbow wings. Will lead the way to secret things. Hör mir bloß auf mit dem Scheiß. Will ich gar nicht machen. Das braucht man auch nicht für irgendeine Trophy oder so. Das, nee, das kann man sich schön sparen. Das braucht man nur, um Kimaris beste Waffe komplett aufzuwerten, aber da ich im Endgame sowieso nicht benutzen werde, ist es scheißegal. Okay, die 6000 ist voll, das ging daneben, dann kann ich mich immer kurz... ich habe keine Ahnung, Hauptsache sie macht irgendwas. Das macht Ekstase, die neue mal. Ja, wenn es mehrere Gegner gibt, dann greift da auch teilweise die anderen Gegner mit an und es ist dann halt zufällig, welches Ziel er angreift, solange er drankommt. Und Kimari. Ja, toll, ich kann erstmal nichts aktivieren. Dauert ein bisschen. Der Weg hier ist so scheiße lang. Gibt später zum Glück eine Abkürzung durch den Wald. Eine richtig geile. Juna! Pop. Du bist einfach Pop. Und Kimari. So, jetzt kann ich. Genau, Riku. Kannst gebrauchen. Ach, greif einfach an.